Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Ein Bundespräsident schmeißt hin. Nur ein Jahr nach seiner Wiederwahl. Ein emotionaler Abgang, ein Paukenschlag. Es war mir eine Ehre, Deutschland als Bundespräsident zu dienen. Auch sein politisches Ende zeigt, Horst Köhler war der Sonderling unter den deutschen Präsidenten. Und er war eine tragische Figur. Davon ist Köhler-Biograf Gerd Langguth überzeugt. Weil er an sich selber gescheitert ist und weil er vielleicht zu dem Erkenntnisprozess kam, dass er ein solches Leben als Politiker, der es eigentlich nicht sein wollte, nicht weiterführen will. 2004 war das noch anders. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Horst Köhler wird Bundespräsident, der erste Seiteneinsteiger in diesem Amt. Kein Politiker, ein ausgewiesener Wirtschaftsmann. Köhler, der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds, ein Weltökonom an der Spitze des deutschen Staates. Entsprechend groß sind die Erwartungen, auch weil Köhler früh klar macht, dass er sich in diesem eigentlich repräsentativen Amt in die Bundespolitik einmischen will. Als gelernter Ökonom, das werde ich auch weiterhin nicht verstecken, kann ich Ihnen die Feststellung nicht ersparen, dass ich mir Sorgen um den Zustand der deutschen Wirtschaft, die Arbeitsplätze und die soziale Sicherheit in unserem Lande mache. Und der Präsident verspricht, er will unbequem sein. Natürlich war Köhler auch zeitweilig unbequem. Er hat ja beispielsweise zwei Gesetze in der christlich-liberalen Koalition nicht unterschrieben, was ihn auch keine Freunde dort geschaffen hat. Aber wirklich unbequem war er nicht, denn manchmal hat er wochenlang geschwiegen zu wirklich wichtigen Fragen. Anspruch und Wirklichkeit klafften bei Köhler vor allem in der zweiten Amtszeit auseinander. Das kritisierten Journalisten und Politiker. Die Bürger nahmen Horst Köhler dagegen oft ganz anders wahr. Ihnen war er nahe, sympathisch, ein Bürgerpräsident. Alles Gute auch für ihn und bleiben Sie uns noch lange erhalten. Horst Köhler betonte stets, kein Politiker zu sein und wurde damit schnell zum beliebtesten Politiker der Republik. Dabei blieb er immer der Mann aus einfachen Verhältnissen. 1943 wird Horst Köhler in Polen geboren, die Familie flieht vor den Sowjetsoldaten. Köhler, das Flüchtlingskind, ist tief verwurzelt in der Generation Nie wieder Krieg. Auch das ein Grund für seinen spektakulären Abgang. Afghanistan, Mitte Mai 2010, Horst Köhler besucht zum ersten Mal die Bundeswehrsoldaten. Auf dem Rückflug gibt er ein Interview, für das er später heftig kritisiert wird. Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren. Kriegseinsätze zur Wahrung deutscher Wirtschaftsinteressen? Eine missverständliche Äußerung, aber kein Ausrutscher. Das bestätigt Deutschlandradio-Korrespondent Christopher Ricke. Er führte das Interview. Also weder sein Sprecher, der mit im Raum war, noch er selbst hat etwas in der Art gesagt, wie, da habe ich mich vergaloppiert oder sowas. Es war ihm wichtig, dass er als Bundespräsident nach Afghanistan reist, um den Truppen dort Respekt zu zollen und auch für Aufmerksamkeit in der politischen Debatte in Deutschland zu sorgen. Die hatte Köhler danach mehr als ihm lieb war. Links der politischen Mitte war die Empörung groß und die Kritik am Bundespräsidenten schärfer als gewohnt. Bei Köhler traf sie einen wunden Punkt. Mir zu unterstellen, ich befürwortete Einsätze der Bundeswehr, die vom Grundgesetz nicht gedeckt wären. Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen. Ich finde tragisch an Köhler, dass er ja einerseits ja jemand ist, der ja mit einer gewissen Leidenschaft durchaus an sein Amt gegangen ist, auch mit einem gewissen Stolz, auch mit der Tatsache, dass er als guter Deutscher Vorbild für viele sein konnte und dass er letztlich diese Vorbildfunktion eigentlich kaum hat umsetzen können. Flucht aus dem Amt heißt es in Politik und Medien. Viele Bürger können Köhlers Rückzug dagegen verstehen.
Finde ich schade. War ein guter Mann. Ich finde es traurig, wenn ein Politiker mal seine Meinung sagt und dann gleich zum Rücktritt gezwungen wird. Bloß weil er das sagt, was er denkt und was auch die Allgemeinheit denkt. Schade drum, dass er abtritt, bin ich der Meinung. Und ich sehe das als Beispiel dafür, dass die Politik hier nicht sehr besonnen vorgeht. Köhlers Auszug aus Schloss Bellevue ist gleich doppelt tragisch. Für ihn selbst, aber auch für die Bürger in Deutschland. Denn bei ihnen bleibt der Eindruck, dass der unkonventionelle und deutschen Politik nicht überleben kann.